miteinander, live aus Köln mit Harald Schmidt. Tennessee, unsere Liveband heute Abend, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zu Miteinander, unserer gepflegten Show am späten Sonntagabend. Live-Musik from Memphis, Tennessee. Wer ist in Memphis, Tennessee beerdigt? Elvis Presley. Wie heißt sein Zuhause? Graceland. Hey, Graceland! Ein Riesenapplaus von unserem knallwachen Publikum hier. Hallo? Kannst du nachher ein T-Shirt abholen? Ja? Brauchst du ein T-Shirt abholen? Meine Damen und Herren, der Chef der Band ist 76 Jahre alt und zusammen mit James Brown, einer der Gottväter des Soul and Funk. Und er ist noch draußen und macht sich fit nachher für den. Kann es sein, ich habe irgendwie das Gefühl, ich habe einen wahnsinnig Prominenten in der Band gesehen am Saxophon. Es kann eigentlich nicht sein. Matthias, kannst du noch einmal bitte die Zeitlupe zeigen von der Eröffnung? Ich glaube, es war ein wahnsinnig Prominenter in der Band. Präsident Clinton, meine Damen und Herren. Präsident Clinton. Ja, ist es denn zu fassen? Ich bin so glücklich, meine Damen und Herren, dass diese Sendung heute überhaupt noch stattfinden kann. Wir müssen so wahnsinnig sparen. Sie haben es ja vielleicht gelesen, die ARD generell und natürlich auch der WDR als größte geschlossene Anstalt innerhalb der ARD muss wahnsinnig sparen. Er hat schon zwei Moderatoren mit Feuerstand und mir, die nicht nur billig sind, sondern auch so aussehen. Soll nicht ausrasten. Gleichzeitig haben wir noch ganz tolle Gags jetzt für den Anfang. Und zwar, die Sparmaßnahmen sind wahnsinnig. Wahnsinnige Sparmaßnahmen. Erstens, pro Büro nur noch 4 Kaffeemaschinen, die gleichzeitig laufen dürfen. Zweitens, Privatgespräche nicht mehr länger als 2 Stunden. Und drittens, Sekretärinnen, die Schnupfen haben, dürfen sich maximal 3 Wochen krank schreiben lassen. Knallhart und ich kann verstehen, dass hier nicht gelacht wird, denn das ist auch eher ernsthaft. Und ich bin heute Abend sowieso ein bisschen traurig, meine Damen und Herren. Und ich muss jetzt mal eins sagen. An dieser Stelle stelle ich normalerweise meinen Partner mit großem Fanfare und Applaus vor. Heute wird das nicht passieren, denn wir haben alle gelacht über Prinz Charles, als der abgehört wurde. Und der englische Geheimdienst hatte auf Verdacht und Wunsch von mir auch das Telefon von Feuerstein abgehört. Und Feuerstein, ich frage dich jetzt mal hier vor unseren 130 knallwachen und megakritischen und super gut aussehenden Zuschauern und von den 11 Milliarden draußen unter den Bildschirmen. Hast du quasi Telefonsex gemacht? Hat es dich unglaublich erregt, mit einer Frau zu telefonieren und dieser Frau einzureden, ihr macht mich von 1,94 runter auf 1,65? Stimmt das? Hast du dann gesagt, 1,65, mach ihn 1,60 groß? Hast du dann gesagt, 1,60, mach ihn 1,50? Hast du dann gesagt, 1,40? Oh, hör auf, 1,35, 1,34, 1,33, 1,32. Hast du gesagt, 1,30, hör auf, ich gehe zum Vorhang? Du, das war ein Spaß. Ich habe das, die Fantasie weg. Für mich hört's hier auf. Und wenn das deine Vorstellung von Zusammenarbeit ist, mir reicht's, dann kannst du es hier alleine machen, ich gehe. Schmidt! Ja, das hast du jetzt davon. Schmidt, das war doch nur alles nicht so gemeint. Schmidt, verzeih mir! Ja? Guten Tag, sind Sie Herr Schmidt? Ja, guten Tag, worum geht's denn? Schmidt? Ja? Herr Schmidt, wir haben einen Blumenstrauß für Sie. Ah ja, von wem? Wollen Sie die nicht mal angucken? Ja, die sind schön, ja, für mich? Ja, die sind für Sie. Ganz speziell für Sie von einem Freund. Freund? Ich habe keine Freunde mehr. Sie haben keine Freunde mehr. Aber Sie hatten neulich noch einen. Schauen Sie mal hier, wir haben ein Symbol reingelegt. Kommen Sie noch mal rein, weil ich habe geheizt. Das geht ja alles auf die Straße. Ja. Das ist ein Gartenzwerg. Ja. Mhm. Und Ihr Freund möchte sich bei Ihnen entschuldigen. Können Sie sich vorstellen, wie das sein könnte? Ja, das sind natürlich viele, die sich bei mir entschuldigen müssten, aber Zwerg. Nee,
Das ist ein ganz besonders kleiner Zwerg, als Hinweis. Kleiner Zwerg? Mhm. Nee. Also ich war nie mit einem Zwerg befreundet. Ich weiß Sie nicht. Sie hatten keinen Streit? Doch, aber also öfters. Aber mit einem Zwerg war ich nie befreundet und Streit. Stichwort Giftzwerg vielleicht? Hilft das? Apotheker oder was? Mhm. Nee. Nein, nicht ganz. Ich sag's Ihnen, Herr Schmidt. Ihr Ex-Freund, muss ich leider sagen, Feuerstein, möchte sich bei Ihnen entschuldigen. Ach so, ja. Richtig, mit dem habe ich meine Sendung gemacht. Ja. Mhm, damals. Mhm. Ja, aber das war ja eine Lappalie. Ich meine, das ist ein alter, kranker Mann, ne? Und der ist eben, macht eben Telefonsex, weil der war ja früher mal Pornodarsteller, bevor ich ihn aus der Gosse geholt habe. Und er ist auch klein, haben wir gehört. Er ist nicht direkt klein, er ist eher ein bisschen kurz, aber das war kein Streit. Also er war eigentlich zu klein, um sich mit ihm zu streiten. Aber das ist für mich vorbei. Ihr Freund? Nein, Freunde waren, ja, auch, aber das, wie gesagt, mit dem Telefonsex, er hat eben schlecht dabei über mich geredet und ich nehme das nicht übel, aber das ist für mich jetzt vergessen. Wie finden Sie das Symbol jetzt, was der kleine Feuerstein Ihnen hat zukommen lassen? Als Zeichen der Versöhnung. Nehmen Sie es an? Okay, sofort. Ja? Prima. Und kommen Sie mit? Da gehe ich jetzt mit Ihnen in die Sendung? Ja, wenn Sie wollen, können Sie das machen. Ja, gut. Also, das ist mir eigentlich... dass Ulla Kock am Brink diese Versöhnung ermöglicht hat, Feuerstein, weißt du? Toll. Und dass auch die Hupftolls nicht den Sparmaßnahmen zum Opfer gefallen sind. Und ich muss ehrlich sagen, meine Damen und Herren, eine Frau hat gesagt, wie, ihr müsst sparen, ich mache mit, ich helfe euch. Unsere Oma Sharif arbeitet heute als Kabelhilfe. Oma, das ist so toll. Denn natürlich muss auch an den Kabelhilfen gespart werden. Wir haben bei Schmidt aneinander 36 Kameras und nur noch 30 Kabelhilfen, denn die sind auch, glaube ich, wahnsinnig teuer, kosten 3 Mark die Stunde oder so. Also das ist unglaublich, was da auch eingespart. Haben Sie heute Morgen in der Presse das gelesen? Björn Engholm stoppt Kohl. Autobahngebühr nur für Ausländer. Können wir uns das leisten, meine Damen und Herren? Ich schlage vor, hier hilft nur eine Lichterkette. Ich würde sagen, morgen auf der A3... Ja, zwischen 16 und 18 Uhr machen Sie eine Lichterkette quer über die Autobahn. Falls was schief geht, wozu haben wir Antwerpes? Ja. Wundergrotte. 6 Glas Wasser. Ich kann wieder gehen. Ich habe zuerst gedacht, das stimmt nicht, aber ich möchte mal testen, ob das stimmt. Hast du zufällig 6 Glas Wasser bei dir, Feuerstein? Ja, ich habe sie zufällig hier bei mir. Bring dich gerade mal hier. Stell jetzt die 6 Glas Wasser hier ab. Und kann ich jetzt wieder gehen? Ja, jetzt kannst du wieder gehen. Toll. Wer hätte das gedacht? Meine Damen und Herren, wieder mal ein ungefälschter Zeitungsausschnitt. 75 Jahre UFA. Sie sehen es mit dem bekannten deutschen Volksschauspieler Humphrey Bogart, der ja viel für die UFA gemacht hat. Als Südtiroler war er, glaube ich. Und wir haben Post bekommen und da wurden wir gefragt, sag mal, bei der UFA, wie war das eigentlich so im Dritten Reich und so weiter? Gab es da schon Schmidt einander und wie sah die Sendung da aus? Und ich muss sagen, wir waren
oft entsetzt, wie da alle mitgemacht haben. Schmiteinander war im Dritten Reich der reine Widerstand zu UFA-Zeiten. Der reine Widerstand. Es war praktisch die Widerstandssendung überhaupt. Natürlich mit den Mitteln der Unterhaltung kaschiert, aber es war wirklich der pure Widerstand. Und wie dieser Widerstandsfilm ausgesehen hat, das möchten wir Ihnen jetzt in einer Originalaufnahme zeigen. Naturschutz heute in 1000 Jahren. 95% der Naturschützer werden in 1000 Jahren sagen, der Führer wäre in Ordnung gewesen. Hätte er bloß die Autobahn nicht gebaut. Hauke, wir alle kennen Gerd Hauke und Gerd Hauke, TV-Star Gerd Hauke sagt, Hunde sind die besseren Menschen und ich glaube, im direkten Vergleich mit Gerd Hauke ist das gar nicht so schwer, oder? Also ich weiß nicht. Hoffentlich hat Hasso das nicht gehört heute. Du, Hasso ist heute gar nicht da. Wo ist Hasso? Ein Opfer der Sparmaßnahme. Wirklich? Wir haben ihn vermietet. Muss er Geld verdienen? Natürlich, wie wir alle, ne? Ja. Das ist, Ufa habe ich schon gemacht. Oh, ja? Klaus Kinkel war bei Bill Clinton und er hat wirklich einen Witz gemacht, wo ich fragen muss, darf man solche Witze machen? Geht das nicht zu sehr unter die Gürtellinie? Kinkel über Clinton, er ist größer, als ich dachte. Ich weiß nicht, ob wir solche Geschmacklosigkeiten... Nee, also bei uns machen wir das auf keinen Fall. Wenn ich so toll finde, ist die Hillary Clinton. Hillary Clinton ist ja ganz große Klasse. Man kann praktisch sagen, wir sind mit dem Weißen Haus mittlerweile befreundet. Hillary Clinton kommt fast jedes Wochenende. Ja. Heute Morgen haben sie wieder abgeholt und auf dem Kölner Flughafen. Der Film sieht fast genauso aus wie der Film vor 3 Wochen, als wir sie abgeholt haben, weil das alles nach einem strengen Protokoll abläuft. Aber Hillary sah toll aus heute wieder. Ja. Ganz große Klasse. Präsident Clinton saß im Publikum, oder habe ich mich da getäuscht? Hillary ist da, Präsident Clinton ist nicht. Ich habe gedacht, Präsident Clinton saß gerade im Publikum. Sollte ich mich so getäuscht haben, meine Damen und Herren? Und nun heißt es Live-Musik. Woher kommt ihr heute, Feuerstein? Aus Memphis, Tennessee. Aus Memphis, Tennessee, meine Damen und Herren. Der Herr, der jetzt singt, ist 76 Jahre alt. Das hier ist seine CD. Das ist keine Werbung, sondern ein Kaufbefehl. Und 76 Jahre, er spielt live bei uns heute Abend mit dem Titel Walking the Dog, Rufus Thomas. Mary Mac, red and black, silver button down. She broke a needle and she can't show. Walking the dog, walking the dog. If you don't know how to do it, I'm gonna show you how to walk the dog. As my mama for 15 cents,
just a walk in the dark. Walk in the dark. If you don't know how to do it, I'm gonna show you how to walk the dark. I'm just walking. I'm walking. I'm walking. I'm walking, walking. Das ist wirklich, das Publikum heute ist im Grunde für mich Südstaaten. Weißt du? Rhythmusmäßig. Ja, absolut. Das ist so Wahnsinn. Das ist so, ne? Ja. Ich bin sehr stolz und ich freue mich riesig, dass ihr hier seid heute. Wollen Sie ein Foto machen? Sie kommen aus München. Nicht so verschämt. Stellen Sie mal einmal auf, machen Sie ein richtiges Foto. So, einmal. Komm, fahr schon, ja? Okay, so. Und jetzt, meine Damen und Herren, Oma, ich kann nicht sehen, wie hart du arbeitest. Lass doch das Kabel kurz los. Ja, schließlich sind wir jedoch nicht beim Kabelfernsehen. Toller Gag. Ja, Oma, wir kennen uns ja schon. Du brauchst immer uns nicht so sie über. Weg von mir. Wie? Ach so, ich dachte. Schön, Philemon und Bautz, zwei alte Menschen, die sich lieben. Ich bin so stolz auf euch. Meine Damen und Herren, wir kommen jetzt ja zu unserer Zuschauerfrage, Oma. Ja, und jetzt heißt es mal wieder begnadete Körper. Damit sind wir drei gemeint, athletisch, trainiert und hemmungslos. Und es geht jetzt darum, welches N bilden wir jetzt mit unseren Körpern? Achtung, welchen Buchstaben bilden wir jetzt? Wenn Sie wissen, hör auf mich abzulecken. Wenn Sie wissen, welchen Buchstaben wir jetzt bilden, schreiben Sie bitte eine Postkarte. Geht's noch, Feuerstein? Ich kann die stundenlang so halten. Aber und, du machst dich jetzt wieder schwer. Nein, ich bin aus dem Gleichgewicht gekommen. Geht's noch? Hör mal, das sticht im Nabel. Das N muss gerade sein, der Balken hier. Welcher Balken? So, es geht schon, jetzt habe ich's. Geht's wieder? Meine Damen und Herren, dann schreiben Sie eine Postkarte und die schicken Sie, wohin ist eigentlich wurscht, aber vielleicht auch eine WDR, warum nicht? Und nee, mal, nein. Das klingt immer so, als würden wir uns lustig machen. Du musst das ernst haben. Es ist wirklich, es ist ein echter Preis, die Leute sollen wirklich mitmachen, ehrlich. Welche Preise sind es? Das sagen wir jetzt noch nicht, du weißt, das wird ja erst dann irgendwie... Ach so, für heute! Ja, ganz tolle Preise. Welche? Zwei Eintrittskarten für Schmidt-Rander live. Oder... Zwei Eintrittskarten, wenn Sie sagen, wenn schon Paviane, dann echt für den Kölner Zoo. Ja? Da können Sie wählen, entweder Schmidt-Rander oder den Kölner Zoo. Und Oma, du hast heute schon so viel gearbeitet als Kabelhilfe. Lass sie ein bisschen von uns verwöhnen. Ja. Schon hören wir unser tolles Publikum hier für dich singen. Unsere Oma kriegt jetzt jede Menge Liebe. Unsere Oma wird auch heute von uns verwöhnt. Meine Damen und Herren, wenn Sie auch etwas ganz Tolles können, was Sie mal für unsere Oma zeigen wollen, vielleicht sind Sie ein, weiß nicht, Pavian, der spontan reagiert, wenn man ihm Zwiebel
ins Zimmer wirft oder so. Ganz unterschiedlich. Oder Sie haben einen Pavian oder Sie können toll singen. Schreiben Sie uns und dann können Sie für unsere Oma etwas machen. Und Oma, du bist ja eine alte romantische Seele oder verrate ich da zu viel? Nein, nein, du hast vollkommen recht. Wir haben heute für dich einen tollen Sänger mit einem tollen Lied. Und ach, dieses schön. Lied heißt, ja. Ich küsse Ihre Hand, Madame. Oh. Und von ihrem Mund. Muss ich mehr sagen, Oma? Nein, nein. Wir waren ja beide mal jung. Ja. Leider nicht zur gleichen Zeit. Leider. Und für dich singt jetzt Oma Joe Martins. Nante Martins. Oh. Oh, schön. Das ist schön. Gehen Sie bitte vor die Garage, damit Sie nicht erschlagen werden. Ich lieb sie seit vielen Wochen. Wir haben öfters schon davon gesprochen. Was nutzt das alles, wenn's wieder Mai ist und wenn ihr kleines Herzchen wieder frei ist? Ihr Mund gebietet mir, sei still. Doch denken darf ich, was ich will. Ich küsse ihre Hand. Hallo, heute kochen wir Bechamelsoße. Dazu brauchen wir ein Bechamel, zwei Bechamel, drei Bechamel. Danke. Lisa, kochen. Hier, hier. Meine Damen und Herren, heute ist ja Valentinstag, bekannt und benannt nach Karl Valentin, der nicht nur ein genialer Komiker war, sondern der, und das ist der Grund, warum wir an ihn denken, der ja vor allem tot ist. Ein Grund für uns, Karl Valentin zu ehren mit einem Lied von einem anderen großen Toten nach einem Text eines wohl noch größeren Toten, Franz Schubert, nach einem Text von Johann Wolfgang von Goethe, Opus 96, Nummer 3, Wanderers Nachtlied. Jedes Mal, wenn Tante Gundi zu Besuch kommt, gibt sie mir einen Kuss. Dabei sabbert sie immer und stinkt nach Zwiebeln. Ih, ist das eklig. Aber jetzt habe ich endlich alle meine Zähne gekriegt. Da freue ich mich schon, wenn sie wiederkommt. Da beiße ich ihr nämlich die Zunge ab.
Wahnsinn, dieses Geräusch. Ich habe immer so Angst, dass ich den Papierkorb nicht treffe. Zeig mal bitte unsere Fotowand. Ja, viele Zuschauer haben uns wieder tolle Fotos geschickt für die Fotowand, dass man die mal richtig sieht. Jetzt okay, mal danke. Ganz richtig. Toll, ne? Ja, das war jetzt gut zu sehen. Und ich habe einen wahnsinnigen Brief bekommen, Feuerstein, von unserem Zuschauer Gerhard Behle aus 3540 Korbach. Mhm. Hallo Schmidt, hallo Feuerstein. Neulich habe ich mir Prospekte für meinen nächsten Skiurlaub in Österreich bestellt. Mit Erschrecken musste ich feststellen, dass Feuersteins Hain in St. Jakob am Arlberg liegt. Hier hat er uns ein Prospekt, eine Kopie geschickt. Hier sehen Sie Haus Feuerstein hier unten. Haus Feuerstein. Und er schreibt, es ergeben sich viele Fragen. Warum hat Feuerstein ein Apartment für 4 bis 7 Personen? Das ist einfach, weißt du, Gerhard, er leidet an einer kleinen Identitätskrise. Manchmal glaubt er, er wäre einer der 4 Musketiere oder abends einer der 7 Zwerge. Aber das wird ja auch besser. Dann schreibt er, und das ist sehr interessant, warum hat Feuerstein 10 Betten? Da steht auch, Haus Feuerstein hat 10 Betten. Du dummerle Gerhard. 10 Betten, wenn die Enkel zu Besuch kommen. Die ersten 10. Und soll ich die Leute auslachen lassen oder soll ich weiterreden, Feuerstein? Es kommt nämlich noch eine Frage, das heißt, warum ist dein WC getrennt? Warum ist mein WC getrennt? Ja, da steht hier wirklich Bad, Dusche, WC getrennt. Das WC von Feuerstein hat sich letzten Herbst getrennt, es hatte sich auseinandergelebt. Schüssel und Brille haben gemerkt, sie haben sich nicht mehr viel zu sagen. Weißt du, wie krank? Weißt du, wie und krank? Wirklich, es enden auch viele Ehen mit dem Satz, wenn die Brille zur Schüssel sagt, mach's gut, ich verpiss mich. Das ist wirklich wahr. Es ist traurig, Feuerstein. Du kannst über sowas eigentlich nicht lachen, oder? Du, Schmidt, du bist so krank. Nein! Nein, du bist so wahnsinnig krank. Also komm. Sowas würde ich nie machen. Also ich mach solche... Du, ich muss sagen... Schade, das hast du nicht. Unser Publikum heute sieht nicht nur toll aus, es rastet auch bei jeder Gelegenheit aus. Es sind so richtige Lacher. Und dazu gibt es einen Brief von Gabi aus Bad Salzdetfurt. Sie schreibt uns, sag mal, euer Publikum lacht oft auch an Stellen, wo es gar nichts zu lachen gibt. Wie macht ihr das eigentlich? Ganz einfach, das Publikum kriegt Geld. Nach dem Ende der Sendung für jeden Lacher 2 Mark. Das zahlen wir direkt aus und du kannst mal sehen, wie das aussieht. 11-mal gelacht. 22 Mark. Bitte. 17-mal gelacht. 34 Mark. Bitte schön. Danke. 2-mal gelacht. 4 Mark. Und das nächste Mal Hausverbot für ihn hier. 113-mal gelacht. 226 Mark. Eine unserer großen, erfolgreichen Serien ist ja die Reihe Wege zum Glück, meine Damen und Herren. Heute wieder eine Möglichkeit, wie Sie ganz einfach Menschen glücklich machen können. Sie brauchen dazu in Ihrem Haushalt nur einen Kessel mit kochend heißem Wasser. Das ist wichtig, dass das Wasser kochend heiß ist, nicht etwa lauwarm oder so. Dann nehmen Sie die Hand der Person, die Sie glücklich machen möchten, und tauchen die ein. Ja! Dass Unglücksgefühle auftreten, nehmen Sie die Hand einfach, aber nicht zu früh, das ist wichtig, einfach wieder raus und ein tiefes Glücksgefühl wird sich über das Gesicht breiten. Schalten Sie wieder ein, wenn es heißt Wege zum Glück. Wo ist Hasso, Feuerstein? Ich glaube, er ist hier drinnen. Ich habe da irgendwas gespürt, was meine Hand schnappt. Ja? Soll ich ihn rausholen? Nicht, ihr könnt ein paar Schuppen verlieren. Hast du auch? Ja. Ich frage mich, ob wir nicht wieder zu anspruchsvoll sind heute mit der Sendung. Wie meinst du das? Ja, es war schon bisher kaum Karlauer und nur wahnsinnig intellektuelle Beiträge. Ich finde, wir brauchen jetzt einen Lacher. Jetzt kommt mal richtig so ein Lacher für alle. Und meine Damen und Herren, Heinz Erhardt, Hias und Otto. Das sind 3, über die wir gerne gelacht haben, aber ein 4. wird oft und zu Unrecht vergessen. Viel Spaß mit unserem Friedrich Nietzsche. Worte für Millionen. Heute... mit Nietzsche im Nahverkehr. Verehrte Fahrgäste, dass dem Stärkeren diene das Schwächere, dazu überredet es sein Wille, der über noch Schwächeres Herr sein will, diese Lust allein mag es nicht ertragen. Und wie das Kleinere sich dem Größeren hingibt, dass es Lust und Macht am Kleinsten habe, also gibt sich auch das Größte noch hin und setzt sich um der Macht willen das Leben dran. Das ist die Hingebung des Größten, dass es Wagnis ist und Gefahr und um den Tod ein Würfelspiel. Also sprach Zarathustra, vielen Dank für Ihr Interesse und weiterhin eine angenehme Fahrt.
Ich könnte mich immer wieder kaputt machen. Ja, ich hab's so oft gehört. Ja, wir kommen zu unserem Gesprächsgast heute Abend, meine Damen und Herren. Ein Grand Seigneur, der Grand Seigneur der deutschen Filmindustrie. Er hat, glaube ich, über 500 Kinofilme produziert. Man nennt ihn auch den letzten Tycoon, den Chef der CCC Filmproduktionscompany. Herzlich willkommen, Arthur Brauner. Guten Abend. Guten Abend. Bitte schön. 6 Glas Wasser? 6 Glas Wasser, bitte. Dann kann ich wieder gehen. Nein, dann kannst du wieder gehen. Okay. Ja, vielleicht. Herr Brauner. Ja. Wie gut muss man Sie kennen, damit man Atze Brauner sagen darf? Na, so gut wie Jürgens mich gekannt hat. War das er hat mir nämlich den Namen verpasst. Kurt Jürgens? Ja. War das der größte Star, der für Sie gearbeitet hat? Nein, das haben ja Orwell Fischer gearbeitet, auch die Frauen Maria Schell, Ruth Leuwerig, Nadja Tiller, Katharina Valent, alles. Es gibt ja keinen einzigen Schauspieler, der nicht gearbeitet hat bei mir. Aber Kurt Jürgens, mit dem war ich so richtig befreundet, wie genauso mit Orwell Fischer, den man schon beinahe vergessen hat. Und dabei war das einer der größten Schauspieler hier. Waren das noch Schauspieler, mit denen auch noch richtig Geld zu verdienen war in den Filmen, ja? Geld zu verdienen war und sehr niveauvolle Filme zu machen, zu produzieren. Vielleicht können Sie so ein paar der bekanntesten Filme nennen, die Sie produziert haben. Was waren so die größten kommerziellen Erfolge? Der Bravasoldat Schweig, Menschen im Hotel, Der Tiger von Eschnapur, Die Mädchen in Uniform, alle Mabuse-Filme, alle Valente-Filme beinahe, Peter Alexander, Edgar Wallace-Filme und eine ganze Reihe von den Filmen, die während der Nazizeit spielen, die sehr viele Auszeichnungen weltweit bekommen haben. Also genau vor einem Jahr habe ich ja einen Golden Globe gewonnen mit dem Edelung Salomon. Und wir haben sehr viele Auszeichnungen bekommen, auch mit Bittere Ernte war nominiert für den Oscar. Hannesson war für den Oscar nominiert. Also wir liegen eigentlich ganz gut. Ich bin sehr zufrieden. Das sollte man vielleicht sagen, der Golden Globe, das ist der Preis der Auslandspresse in den USA. Und es ist so ein bisschen eine Vorahnung, wer eventuell den Oscar... Das ist eigentlich die Vorstufe für den Oscar. Wir hätten den Oscar gewonnen, der war ja da. Die haben ja alle für uns votiert, aber die deutsche Kommission wollte partout nicht den Film nominieren lassen. Es fehlte nur eine einzige Unterschrift. Und alle haben in Amerika gesagt, you have the pocket, the Oscar in the pocket. Es gab keinen anderen Film für diesen Film. Und die waren alle begeistert. Es ist ein Kultfilm geworden. Sämtliche Kritikervereinigungen haben den Film als besten Film auserkoren, wie das Jahr 1991. Und gestern habe ich aus Hollywood eine Nachricht bekommen. Ich muss morgen checken, ob sie stimmt, dass wir gerade den britischen Oscar bekommen für den Film. British Academy Award, ja, das wäre schon also der Höhepunkt, den man sich jetzt vorstellen kann. Warum hat es denn nicht geklappt damals? Also warum hat die Unterschrift gefehlt oder gibt es da nur Gerüchte? Nein. Die haben das formal nicht unterschrieben. Die Kommission war dagegen, kein Mensch weiß warum. Man muss ja wissen, dass ein Film eine Chance hat, dass er für den Oscar ausgewählt wird. Und dieser Film lief schon einige Monate, hat bereits $4 Millionen eingespielt, hat bereits die besten Kritiken bekommen. Und auch nachdem der Golden Globe bereits gewonnen wurde, haben die immer noch nicht unterschreiben wollen, nicht den Film vorlegen. Also das sind Intrigen, über die wird man noch viel sprechen und man wird noch viel diskutieren darüber. Man kann ja sagen, Sie haben das Geld, was Sie mit den großen Kassenknüllern verdient haben, auch wieder investiert in Filme, die ja auch sehr viel so mit Ihrem ganz persönlichen Leben zu tun haben. Sie sind natürlich 1917 in Lodz geboren. Da bin ich geboren, da bin ich gerade Ehrenbürger geworden. Von Lodz? Ja. Sind Sie eigentlich so ein bisschen so ein Landsmann von Marcel Reich-Ranicki, kann man das sagen? Nein. Aber ich bin der Zweite in der Stadt Lodz. Das ist immerhin eine Stadt mit 1 Million Einwohnern, von Berlin nur 530 Kilometer entfernt. Die haben eine Ausstellung über mich da organisiert. Ich habe den polnischen Oscar bekommen, namens Arthur, nicht ich, Arthur Rubinstein war der Pate. Und ich habe, wie gesagt, Ehrenbürgerschaft bekommen, zweite Person in 75 Jahren. Naja, und nun habe ich jetzt vor einem Monat das Bundesverdienstkreuz erste Klasse bekommen. Ich hoffe, Sie gratulieren mir alle. Ich glaube, hinterher, ja. Und stimmt das? Ist das richtig? Sie leben halb in Berlin, halb in Tel Aviv? Ach komm. Das stimmt nicht, das stand aber in der Zeitung. Aber nein, nein. Mein Domizil, wenn es da Wahrheit wäre, hätte ich es natürlich gesagt. Mein Domizil ist Berlin. Ich habe da die Studios aufgebaut. Dort werden jetzt 3 Serien gedreht. Und wir bereiten jetzt vor,
zwei große Spielfilme, eine große Serie drehen wir nach Jules Verne. Und die Produktion geht aktiv weiter. Und welcher ist es, der Film, den Sie jetzt vorbereiten? Ein großes Projekt? Wir bereiten einen Film vor, der betitelt Die Wölfe, spielt in Alaska heute. Ein Film für die Ökologie und für die Tiere, gegen die Menschen, die das Land exploatieren. Und wir bereiten vor einen Film um Oskar Schindler, um einen der wichtigsten Persönlichkeiten, vielleicht der besten Deutschen, die es je gegeben hat im letzten Jahrhundert. Oskar Schindler. Der sehr viele, sagen Sie kurz die Geschichte, wenn das nicht alle wissen. Oskar Schindler war ein deutscher Industrieller, also war bei Canaris in der Abwehr, hat nach dem Polenfeldzug verlassen. Canaris ging nach Polen, organisierte eine Malienfabrik, hat sich die Arbeiter holen lassen aus dem Konzentrationslager und aus den Ghettos und hat mit denen die Geschäfte gemacht, die sie alle machten, hat 2,5 Millionen Goldmark verdient. Und das ging so gut, bis der Russlandfeldzug kam. Dann kam die Deportation und er hat sich so angefreundet mit den Menschen, dass er sie nicht zulassen wollte, dass die einfach ins Tod geschickt werden. Und er hat versucht, dann die SS zu bestechen mit Wandererautos, mit Motorrädern, Cognac, Brillanten, Golddollar und hat das gehandhabt und exerziert ungefähr 3 Jahre, bis er im Jahre 1944 ins Gefängnis gesteckt wurde. Man hat mit den gesamten 1200 Personen weggeholt. Er hat die aber alle gerettet und Sie haben in der Verfilmung dieses Stoffs einen ganz, ganz großen Konkurrenten. Ja. Steven Spielberg. Ja, er hat also die 1200 Menschen gerettet, er hat sie nach Sudetendeutschland gebracht, er hat sie rausgeholt aus Auschwitz, die einzige Fall in der Geschichte, und aus Großrosen. Und er hat alle gerettet, ist in 74 gestorben, ist ein ganz gewaltig großer Mann der Welt. Also muss ich sagen, überall, wo man hinkommt, weiß man, wo Oskar Schindler war. Da gibt es Schulen, Institutionen, Straßen. Und ist auch einer der Gerechten. Und ist im Jahre 74 gestorben. Vor seinem Tode war ich mit 3 Mal zusammen, habe seine Geschichte erzählen lassen und habe beschlossen, einen Film zu machen. Und nun haben wir keine guten Drehbücher bekommen, eigenartigerweise, wie bei Hitler und Salomon. Und nun, als ich gehört habe, dass Spielberg den gleichen Film machen will, musste ich die 1.200.000 Mark, die ich bisher investiert habe, irgendwie retten. Ganz schnell. Und so beginnen wir in den nächsten 2 Wochen beide mit dem Film um Schindler. Steven Spielberg und wir. Haben Sie da eine Chance gegen so jemanden, der so viel Geld hat wie Steven Spielberg? Ich meine, können Sie die Bibel? Ein bisschen, ja. Da gab es ja David und Goliath. Kennen Sie den Kampf? Ja. Wer hat gesiegt? David. Also. Ja, ich drücke Ihnen die Daumen für dieses Projekt. Ja, danke. Und vielen Dank, dass Sie hierher zu uns zu Besuch gekommen sind. Ja, danke schön. Meine Damen und Herren, Sie haben das schon gesehen, die Nummer hieß ja Rokoko in Strapsen und das hat zu tun, wir starten ja heute unsere wahnsinnig teuer ausgestattete Serie Elisabeth von Österreich. Ja. Eine ganz, ganz teure Produktion und wir kommen jetzt zu einem anderen Klassiker, nämlich zum berühmten Napoleon-Bild aus dem Louvre. Für die Zuschauer zu Hause sind wieder 3 Fehler versteckt. Merken Sie sich die Anzahl der Fehler, addieren Sie sie zur Anzahl der Fehler aus den letzten Sendungen, addieren Sie 15% Mehrwertsteuer und 4% Sparzulage für den WDR hinzu und schreiben Sie uns dann, aber erst wenn wir sagen, der Einsendeschluss ist koordiniert, Feuerstein. Ja, diesmal ganz, damit es nicht durcheinander gibt, 21. März im West 3. Und in allen anderen dritten Programmen im Grunde zum selben Datum, nur eben leicht anders, dass wir haben ja unterschiedliche Zeitmessungen in den einzelnen Bundesländern. Ja. Und das ist ganz wichtig. Und jetzt würde ich sagen, nehmen wir einen Kunstkenner, eine Kunstkennerin. Wer traut sich zu? Ich würde sagen, ich bestimme Sie als Freiwillige. Guten Abend. Nein. Kommen Sie gerade mal einmal mit nach vorne. Ein Riesenapplaus für unsere Kandidatin. Oh. So.
Wie heißen Sie? Martina. Martina. Ja. Woher kommen Sie? Aus Köln. Aus Köln. Und gehen noch zur Schule oder arbeiten? Ich studiere. Was? Grundschullehramt. Toll. Das ist also so, alles, muss man als Grundschullehrerin alles wissen, ne? Ja, richtig. Rechnen, Heimatkunde. Heißt es noch Heimatkunde? Ja. Nee, also das studieren wir nicht. Wir studieren nur 4 Fächer. Welche also sind das bei Ihnen? Das ist Deutsch, Erziehungswissenschaft, Textilgestaltung und Mathematik. Okay, das sind Sie bei uns ja genau richtig. Ja? So, kennen Sie das Spiel? Ich habe letztes Mal ausgeschaltet dabei. Hey! Ja! Bei diesem Napoleon-Suchspiel? Mhm. Na, wir sehen das locker, weißt du, wir haben ja Demokratie. Darf ich du sagen, Martina? Ja, klar. Okay. Waren die Spielregeln zu schwer oder was war da? Oder fandest du es einfach zu blöd? Ich fand es irgendwie langweilig, ich weiß nicht. Und es war auch schon zu spät. Zur Strafe spielen wir das jetzt voll durch, ja? So, du siehst hier Napoleon im Louvre, du kennst das Bild sicher. Ja, klar. Ja? Klar. Jetzt zeigen wir dir eine Fälschung. So, was ist hier falsch, Martina? Tja, also Napoleon ist keiner von den beiden und die standen nicht mehr nebeneinander. Weißt du, schnell ausschalten ist eine Sache, aber dann hier live die Fehler richtig erkennen, dazu gehört schon ein bisschen mehr dazu. Ja, ich mach's auch nie wieder. Versprichst du mir das? Ja, ich verspreche. Okay, dann verzeih ich dir. Ja, okay. Aber jetzt schau noch mal das Original an, Martina. Das Original und jetzt die Fälschung. Was ist hier falsch? Konzentrier dich. Du bist natürlich nervös. Dasselbe wie vorhin. Hm? Genau das gleiche wie vorher. Nein, das Schloss hinten war dunkler als im ersten Bild. Ach so, ja, stimmt. Schau mal stimmt. Jetzt an, was ist jetzt falsch? Eigentlich müsste es umgekehrt sein. Du müsstest den Feuerstein. Wie, die Bäume auf dem Dach oder was meinst du mit Nein. umgekehrt? Du musstest den Feuerstein-Huckepack nehmen, das wäre gerechter. Wieso Feuerstein? Es geht hier um Napoleon. Jetzt, ach so, Entschuldigung. Alber nicht rum, Martina. Falsch, falsch. Ja? Ja, es tut mir leid. Erst machst du unsere Sendung schlecht und dann fängst du an, hier läppisch zu werden. Wir haben auch viele ältere Zuschauer, die mögen das nicht. Hm? Aha, wie alt bist du denn? 22. Naja, dann wollen wir mal nicht so streng sein, Feuerstein, ja, okay, oder? Danke. Doch, doch, kann nicht streng genug sein. Aber sie hat noch eine Chance. Wie? Sie hat noch eine Chance. Wer? Sie? Martina, natürlich. Martina, noch, ja. Hallo Martina, du hast noch eine Chance, ja? Ja, ein Glück. Okay, Martina. Heißt du Martina, ja? Ja, immer noch. Gut. Okay, Martina, du siehst jetzt Napoleon, was ist jetzt falsch? Schwer, ne? Jetzt ist niemand mehr dort, die sind aus dem Bild gerannt. Nee. Also das war eindeutig richtig. Nochmal, es ist ja schon spät abends und du musst ja morgens wieder auf die Schule. Ach, es ist noch dunkler geworden. Wieso dunkler? Schau mal, was ist hier falsch? Hm? In Frankreich ist Rechtsverkehr. Kann man nicht gelten lassen, nein. Der Rechte kam zu spät. Stimmt. Das war doch gar nicht die Frage. Doch. Willst du es noch mal sehen? Nee. Es geht auch aus Technik. Das ist wirklich, wenn hier Gäste das Publikum gegen den Moderator aufhetzen, das ist nicht schön. Ja, wir geben dir ein tolles Geschenk, ja. Martina, nämlich diesen originalen Napoleon-Däumling. Ja, und das Tolle daran ist, man kann ihn auch, wenn man ausschaltet, als Augenbinde benutzen. Ja, das ist klasse. War jetzt ein guter Gag, oder? Ja, ja gut, ne? Ja. Fandest du nicht so toll? So genauso toll wie das Spiel. Okay, Martina, dann gehen wir wieder schön an einen Platz. Dankeschön. Also ich glaube, Martina kriegt nichts, ne, beim Rausgehen. Nicht Wie? Mal 2 Mark. Doch. Nee. Nee, man muss auch fairerweise sagen, wenn der Gast natürlich besser ist als der Moderator, dann ist das ja. mein Pech. Ja. Oder? Ist das so? Wenn du es sagst, ich würde sowas nie sagen. Was kommt jetzt als nächstes? Jetzt kommt als nächstes, das. Ich weiß es nicht. Du das weißt doch, so ich sehe am linken Auge. Napoleon. Oh, meine Damen und Herren. Ah, ja. Ich habe ja so viel Post gekriegt von Leuten, die mir geschrieben haben, sehr geehrter Herr Schmidt, ich habe eine hängende Unterlippe. Woran kann das liegen? Verschiedene Möglichkeiten. Entweder Sie haben eins auf die Fresse gekriegt gestern Abend, oder Sie sind der Indianer von Sting, der die CD hier drin haben muss, für Sting. Oder Sie sind Habsburger. Das ist auch möglich. Und wenn Sie Habsburger sind, dann sind Sie ja vielleicht verwandt mit einem tollen Paar, das wir jetzt ehren wollen. Diese Geschichte wurde lange so
verkitscht dargestellt. Wir zeigen das von der wissenschaftlichen, teuren Seite. Das Leben der Kaiserin Elisabeth von Österreich. Elisabeth von Österreich, Folge 1, Ungern in Ungarn. Wien, 1859, kurz nach 3. Kaiser Franz Josef drücken schwere Sorgen, aber seine strenge Mutter achtet mit eiserner Disziplin auf die pünktliche Erledigung der Amtsgeschäfte. Aus einem Brief erfährt der Kaiser, dass der ungarische Fürst Podowski von Erderl sich in der gesamten Doppelmonarchie die Übertragungsrechte der Syphilis sichern will. Dunkle Wolken ziehen auf am K&K-Firmament und der Kaiser hört nicht, wie seine liebende junge Frau ihn anfleht. Franz, sprich mit mir! Versäumen Sie nicht, wenn es wieder heißt, Elisabeth von Österreich. Der Pusta geht die Puste aus. Jetzt geht's wieder Live-Musik bei uns, meine Damen und Herren, und zwar Do the Funky Chicken mit Rufus Thomas.
Memphis, Tennessee. Rufel, wir feiern ja immer wichtige Geburtstage hier bei uns in der Sendung. Und Feuerstein, welchen Geburtstag feiern wir heute? Heute feiern wir den 350. Geburtstag, nicht heute, aber dieses Monat, ja, von Sir Isaac Newton, den Erfinder der Schwerkraft. Ja, wer war Isaac Newton? Ich glaube, der Erfinder der Schwerkraft, oder? Ich dachte, er wäre der Erfinder der Schwerkraft. Und, nee. Darf ich mal mit dieser Armbrust auf den Apfel schießen? Ja, aber wie ausgemacht, gell? Ich schieße. Drüber zielen, drüber zielen. Drüber zielen. Oh, ich habe mich verzielt. So gelingen unsere Schwerkraftexperimente niemals. Das ist, wir sind auch so irritiert, weil Martina abgeschaltet hat. Ich glaube, es war Martina. Ja. Ich glaube, wir machen jetzt mal ein anderes Spiel. Und ich glaube, traut sich jemand aus dem Publikum zu, diesen Apfel zu nehmen und ein Stück rauszubeinen. Ich würde sagen, Oliver aus Mönchengladbach, ich sehe, du hast dich gemeldet. Riesenapplaus für Oliver aus Mönchengladbach. So, Oliver, eine tolle Chance für dich. Hallo, Oliver. Und du bist ja so groß wie ich, oder? Wie groß bist du? 1,90. 1,90, also fast. Und eine tolle Chance. Allerdings, traust du dir zu, hier ein Stück rauszubeißen? Weiß nicht, ob ich das schaffe. Na, ja oder nein? Na gut. Okay, ich glaube, du schaffst es nicht. Und ich würde sagen, wetten, dass du es nicht schaffst, hier ein Stück rauszubeißen. Kann bitte jemand mal die Schüssel mit dem Wasser bringen? So, die Schüssel mit dem Wasser. So, hi. Hallo, Oliver. Du nimmst bitte die Hände auf den Rücken. So, nimmst die Hände auf den Rücken, Oliver. Und jetzt beißt du hier rein. Du hast nur eine Stunde Zeit. Knie dich hin, dann ist es einfacher. Die Hände schön auf den Rücken lassen, das ist mein Monitor. So, und jetzt beißt du bitte hier rein. Am Boden? So, ja, ist einfacher. Das heißt, wir können es auch hochheben, dann kann das die Kamera, die 14 einmal von unten zeigen. Ja. Guck mal, kommst du her, so. Wieso hältst du das? Geht das? Dann sollst du der Requisiteur halten. Kannst du es nehmen? Ich weiß nicht. Ja, so. Das ist ein bisschen unbeholfen. So. Geht's, Oliver? Vorsicht, dass du dich nicht nass machst. Hey, Vorsicht. Oh, Gott. So, nochmal. Das Publikum ist auf deiner Seite. Die Zeit ist aus. Aus. Schade, Oliver. Schade. T-Shirt für dich, eines unserer tollen T-Shirts. Super. Ja, vielen Dank. Oliver. Ich habe da noch was vorbereitet, weil ich so eine verlorene Wette immer so unheimlich traurig finde. Hier. Okay, Mann. Ja, nimm Platz, Oliver. Gut. Eigentlich ist es ein toller Gag, ne? Ja. Eigentlich, wofür wäre dieser Gag eigentlich? Es ist schade, eigentlich für Wetten, das. Ja, aber wir kennen niemanden vom ZDF. Nee. Okay, Lippi, sei so lieb, bring das Wasser wieder raus. Ja, machen wir. Ja? Tschüss. Bitte ja, denn. Schade eigentlich. Und Schlagzeile Liebe auf dem Waschbecken, und da haben sich Leute wahnsinnig empört, haben gesagt, das wäre eine Sauerei, Bill Clinton, und das ist auch zu weit gegangen. Es gibt bei uns solche Witze über Staatsmänner in Zukunft nicht mehr, meine Damen und Herren. Keine Witze über Staatsmänner werden wir machen, das garantiere. Was ist jetzt los? Es wird dunkel. Du lieber Gott. Matthias, unser Regisseur, Herr Kitter, was ist denn, Matthias, mit dem Licht? Strom ist abgeschaltet. Wieso? Wenn er hat die Stromrechnung nicht bezahlt. Das ist ja sowas Ärgerliches. Kannst du was machen, Feuerstein? Du, ich habe immer die Taschenlampen für solche Fälle bereit. Das ist so toll. Ja. Hier ist für dich auch eine. Danke. Und ich, wenn du willst, ich habe draußen mein Fahrrad stehen, da ist ein Dynamo dran. Das wäre sehr lieb. Kann den an Stummnetz vom BDR anschließen? Geh raus und mach das. Kümmere dich bitte drum, damit wir da keine Zeit verlieren. Vorsicht, es ist so dunkel draußen. Ja. Fahrradkeller. Fahrradkeller?
Clinton? Fahrrad, Clinton. Fahrrad. Hauptsicherung 4000 Volt, so wenig. 20.000 Volt, jawohl. 20.000 Volt. Ja, kommt ein Dynamo, die Masse an den Rahmen. Und ab geht die. Ja, toll, Feuerstein. Funktioniert's? Ja, nicht nachlassen. Für alle Freunde des Mittleren Westens, meine Damen und Herren, jetzt wieder unsere Familienserie, in der es um den Westen, um den Mittleren Westen und um Kaffee im Mittleren Westen bei einer Familie im Mittleren Westen geht. Hier ist mit der Folge Tödliche Bedrohung Familie Lucky. Weißt du noch, Harry Boy, wann wir zum letzten Mal Post bekommen haben? Damals, als Tante Betty starb. Und Mutter. Und Vater. Und weißt du noch, Onkel Herbie, wann sich das letzte Mal die Tür von alleine geöffnet hat? Das war damals, als Vater starb. Und Mutter. Und Tante Betty. Wir haben Post bekommen. Oh Gott. Wisst ihr, was drin steht? Ich habe auch Post bekommen. Und zwar, ich habe in der letzten Sendung aus Versehen Hannover beleidigt. Ich habe gesagt, Hannover sei grau, langweilig und ätzend. Jetzt habe ich diesen Aufkleber bekommen. Hannover hat ausgeschlafen. Das heißt, es ist aufgewacht und hat festgestellt, Donnerwetter, ich bin ja grau, langweilig und ätzend. Und Feuerstein, haben wir eine Statistik zum Thema Hannover? Ja, habe ich. Eine Statistik, was jugendliche Fernsehzuschauer über Motzki halten. 26% halten Motzki für übertrieben, 22% halten Motzki für untertrieben und 54% halten Motzki für ein Home-Video mit Fatty in der Hauptrolle. Familie Lucky, meine Damen und Herren, wenn Sie eins verpasst haben, sollten Sie jetzt Folge 2 anschauen, denn dort passiert dasselbe wie in Folge 1, allerdings in umgekehrter Reihenfolge. Viel Spaß. Wisst ihr, was da steht? Nein. Oh Gott. Ohne Brille kann ich nicht lesen. Da steht, da haben wir wieder mal Glück gehabt. Da haben wir ja mal wieder Glück gehabt. Jetzt kommen wir zur Auflösung unserer Zuschauerfrage. Sie wissen, es war nach einem N gesucht. Damit nicht jeder gleich durchkommen kann, müssen Sie diesmal einen Codebuchstaben vor der Lösung N nennen. Der Codebuchstabe heißt N, nicht verwechseln mit dem Lösungsbuchstaben N. Und die Nummer ist 0221 für Köln, 2575712. Wer zuerst die richtige Nummer wählt, hat Glück und kommt vielleicht durch. Und so lang noch für Sie eine brandaktuelle Sprichwortforschung. Meine Damen und Herren, heute testen wir für Sie das Sprichwort des Jahres 92. Die Kleinen hängt man, die Großen lässt man laufen. Mal sehen, ob das Sprichwort stimmt. Das ist der Beweis, das Sprichwort stimmt. Das Telefon gilt. Schmiedeinander, guten Abend. Hallo, hier ist der Ralf Lies. Hallo, wer ist da bitte? Ralf. Ralf? Ja, genau. Woher, Ralf? Aus Bergheim. Aus Bergheim. Welchen Buchstaben haben wir gesucht, Ralf? Das N. Gut, willst du Karten für die Show oder für den Zoo? Für die Show. Okay, Ralf, du kriegst Karten für die Show. Schönen Dank für deinen Anruf. Weiterhin viel Spaß im Zoo von Bergheim. Danke dir. Ciao. Tschüss. Das war Ralf. Ein Schnellgespräch, meine Damen und Herren. Ein Schnelltelefonat. Wir sind fast am Ende der Sendung und ich muss sagen, das ist ja irgendwie kaum zu glauben. Präsident Clinton ist noch immer hier bei uns. Und da kommt ja auch seine Frau Hillary. Hello, ma'am. That's great. Bill und Hillary Clinton und ich glaube, meine Damen und Herren, Tochter Chelsea. Tochter Chelsea ist auch noch Hi. Auf dem Weg hierher. Tschüss. Servus.
for